Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und wie immer mit mir in der Leitung, aber zum ersten Mal mit drei Punkten. Der Sebastian, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Der erste Podcast nach einem Heimsieg, nach einem Sieg überhaupt, das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber gut. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Es sind fast schon ja längst vergessene Gefühle, die sich da aktuell breit machen hier auf Skype. Denn ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe nach einem VfB-Sieg. Das war das gegen Hertha, das Spiel. Also es ist dann doch schon eine ganze Weile her. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir beide uns jetzt hier zusammenfinden und endlich mal positiv über ein VfB-Spiel schwadronieren können. Das gefällt mir ganz gut. Bevor wir dieses Thema angehen, muss ich aber noch eins loswerden. Sebastian war gestern zu Gast im großartigen Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Die meisten von euch, die diesen Podcast hören, werden mit Sicherheit schon mal was von der Schlusskonferenz gehört haben und werden den großartigen Rasenfunk sehr wahrscheinlich auch abonniert haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das also eine absolute Empfehlung. Es gibt für jeden Fußballfan oder es gibt für Fußballfans nichts Besseres als den Rasenfunk. Ich denke mal, Sebastian, das kann man so uneingeschränkt stehen lassen. Absolut. Also wenn man von einem Spieltag überhaupt gar nichts mitbekommt, hört man montags den Rasenfunk und ist dann bestens informiert, weil da halt kompetente Leute über den Spieltag sprechen und Leute, die noch viel, viel kompetenter sind als ich. Und Gastgeber Max ist sowieso, glaube ich, der Mensch in Deutschland, der am meisten über die Bundesliga überhaupt weiß. Das ist unfassbar. Und ja, der Rasenfunk ist ganz großartig. Und dabei zu sein, ist wirklich eine große Ehre. Ja, es ist dann irgendwie ein bisschen kompliziert, weil über den VfB kann man ja so en passant drüber schwadronieren und bei allen anderen 17 Mannschaften muss man sich dann tatsächlich mal ein bisschen vorbereiten, aber ich denke, es hat ganz gut funktioniert und es hat Spaß gemacht und hatte mit dem Marvin vom Eintracht-Podcast natürlich auch einen sehr, wie sagt man, performanten Partner und mit Max an der Seite kann dann gar nichts schief gehen. Ja, und es war ein schöner Abend gestern, hat auch relativ lang gedauert, aber ja, war ein Riesenspaß und ich denke, das Ergebnis ist dann auch wirklich hörenswert. Absolut, ich kann es nur weiterempfehlen. Auch das Segment, das natürlich die meisten VfB-Fans am meisten interessieren wird, nämlich der Themenschwerpunkt VfB Stuttgart, wurde von dir hervorragend abgearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht zu emotional, da gibt's andere, die da manchmal über die Stränge schlagen. Es war genau die richtige Ansprechhaltung aus meiner Sicht. Also wer sich diese Folge des Rasenfunks noch nicht angehört hat, hört sie euch an. Großartig. Und der Marvin, ja, Sebastian hat es ja gerade eben schon gesagt, er ist einfach eine Legende in der Podcast-Szene. Nicht nur da, mittlerweile eigentlich auch schon auf Twitter. Ist einfach ein toller Typ. Also da haben sich wirklich drei zusammengetan, denen man gerne fast 3 Stunden beim Reden zuhört. Großes Kompliment von meiner Seite aus an euch. Meine Güte, hier geht's schon los. Ich habe Sebastian vor dieser Ausgabe darüber informiert, dass es mich jetzt denn doch erwischt hat. Irgendein Virus trage ich mit mir rum. Dementsprechend bitte ich es nachzusehen, wenn es heute geistige Aussetzer meinerseits gibt. Ja, gut. Ich versuche dich da zu unterstützen. Und nachdem wir jetzt mein Audio-Room quasi abgearbeitet haben, sollen wir dann gleich zu Anfang dann zu deinem Video-Room kommen? Denn du warst ja am Mittwoch? Mittwoch war das, oder? Donnerstag? Ich glaube, es war Donnerstag. Am Donnerstag im Mercedes-Benz-Museum bei der Veranstaltung VfB im Dialog, in der sich die VfB-Vorstände Thomas Hitzlsperger und Stefan Heim und Jochen Röttkermann den kritischen Fragen der Netzgemeinde und auch des Live-Publikums gestellt haben. Und ich glaube, die letzte Frage der Veranstaltung oder eine der letzten Fragen der Veranstaltung kam von dir wirklich live. Also es war ja dein großer Moment, oder? Das war mit einer der größten Momente in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Als dann auf einmal Kimsi mit dem Mikrofon vor mir stand. Ja, ich muss kurz einleitend dazu sagen, dass diese VfB im Dialogveranstaltungen, die finde ich ja an sich gar nicht schlecht. Ja, also wenn man was kritisieren kann an den Veranstaltungen, ist es mit Sicherheit, dass das Wort Dialog vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt wurde. Aber im Prinzip finde ich das gut, dass sich da Vorstände oder demnächst ja auch der Präsident stellen und ja mit Fragen bombardieren lassen, und ich kann versichern, wenn man da vor Ort ist, im Studio oder in dem Fall dann im Mercedes-Benz-Museum, die Fragen werden vorher, also zumindest die Publikumsfragen werden vorher nicht aussortiert oder es wird nicht gesagt, ihr dürft nichts Böses fragen oder so. Das Einzige, was gesagt wurde, bitte nicht unter der Gürtellinie, alles andere wurde mehr oder weniger durchgewunken.
Das finde ich, wie gesagt, nicht schlecht. Und dann kam es eben irgendwann mal dazu, dass ich auch noch eine Frage stellen durfte, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah. Denn uns wurde erklärt, es geht los mit Fragen aus dem Netz. Dann dürfen anwesende Fans im Mercedes-Benz-Museum Fragen stellen. Das waren dann ganze 4. Und dann geht es weiter mit Fragen aus dem Netz. Offensichtlich kam man dann zu der Überzeugung, 4 Fragen aus dem Publikum sind vielleicht doch nicht so repräsentativ. Da stoßen wir nochmal vor und schicken die Kimsi mit dem Mikrofon durch die Reihen. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gedacht, so jetzt frage ich einfach das, was mich wirklich interessiert. Also ich wollte jetzt auch niemanden provozieren. Ich denke mal, die Fragen, die ich da gestellt habe, waren jetzt auch nicht sonderlich provokant. Aber das waren einfach die 2 wichtigsten Fragen, die mich an diesem Abend interessiert haben. Zum einen natürlich hat Markus Weinziel einen Vertrag für die zweite Liga, beziehungsweise gilt sein aktueller Vertrag für die zweite Liga. Und die zweite Frage war dann die Frage, ja, warum Michael Reschke Thomas Hitzlsperger nicht als Sportdirektor installiert hat, weil er eigentlich der ideale Sportdirektor hätte werden können für den VfB Stuttgart. Leider wurden beide Fragen nicht so richtig beantwortet, aber dann irgendwie doch. Oder wie war dein Eindruck? Also ich glaube, man konnte schon so ein bisschen herauslesen, dass Herr Weinziel nicht für die zweite Liga eingeplant wurde. Absolut, und, ja. Die Sportdirektorenposition, da meine ich auch erkannt zu haben, dass es nicht an Hitzlsperger gescheitert ist und auch nicht an anderen Vereinskameraden, sondern eher an den Mann, oder an dem Mann, der jetzt ja nicht mehr beim VfB Stuttgart aktiv ist. Genau, das ist ja so ein bisschen Fährtenleserei, aber ich behaupte jetzt auch mal, dass Thomas Hitzlsperger und Michael Reschke nicht die allergrößten Buddies waren, also auch in ihrer Philosophie, dass Reschke halt am liebsten die U-Mannschaften komplett abschaffen würde, was ja gar nicht im Sinne von Thomas Hitzlsperger ist, wie er jetzt auch wieder bekräftigt hat. Und ich glaube, die zwei hätten auch nicht konstruktiv zusammenarbeiten können. Insofern hat sich die Frage halt, während Michael Reschke noch da war, auch nicht gestellt. Jetzt hat halt Thomas Hitzlsperger seinen Job übernommen und muss sich jetzt halt seinerseits nach einem Sportdirektor umgucken. Und so wie es beim VfB im Dialog dann durchklang, scheint es ja auch so, als ob er da den Kandidaten Kreis schon relativ eng konzentriert hätte und kurz davor ist, einen Kandidaten dann nach Stuttgart zu holen. Ja, das war auch mein Eindruck. Also es kann gut sein, dass wir da wirklich schon in den nächsten Wochen mehr wissen. Ja, bin ich mal gespannt, wer das dann letzten Endes sein wird. Vielleicht noch 2-3 Sachen zu VfB im Dialog. Erstmal möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die mich tatsächlich angesprochen haben bei VfB im Dialog. Das war erstmal merkwürdig, die dann gesagt haben, Mensch, wir hören den Podcast hier, STR, den du mit dem Sebastian machst. Und also vielen Dank für die Komplimente, die ich da erhalten habe. Natürlich dann auch der Sebastian hier mit erhalten hat. Und gleichzeitig möchte ich auch noch erwähnen, dass es nach der Veranstaltung ein ja gar nicht so kurzes Gespräch mit dem Kommunikationschef des VfB Stuttgart gab, was ich auch sehr löblich fand. Ja, müssen die Jungs nicht machen, aber er hat sich die Zeit genommen und hat nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Ron von der Nachspielzeit gesprochen. Außerdem war noch der Andreas Wenninger mit dabei. Also das war einfach mal schön, sich da mit Leuten aus dem Verein auszutauschen. Es waren konstruktive Gespräche, so habe ich das genannt. Und ja, man versteht manche Dinge dann vielleicht aus Sicht des Vereins etwas besser, wenn man sich direkt mit den Leuten auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gibt es da aber immer noch, glaube ich, ein paar Hürden, die man wahrscheinlich gar nicht überwinden kann, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das wollte ich hier noch loswerden. Hauptsächlich das, dass der ein oder andere auf mich zugekommen ist und ja nette Worte überreicht hat. Und wenn wir da schon dabei sind bei den Lobhudeleien, das ist ja heute Wahnsinn, was hier abgeht, da möchte ich mich auch gleich noch bedanken für die Leute, die ich vor dem Spiel gegen Hannover neu kennenlernen durfte. Denn auch da habe ich den ein oder anderen ja eben kennengelernt, den ich zuvor nur aus den sozialen Netzwerken kannte. Und es hat mir auch ja viel Spaß gemacht und ja, hat mich gefreut, wieder ein paar neue Leute kennenzulernen. War schön. So, jetzt ist aber Schluss hier mit mit dem Soft-Speak oder wie man das nennen soll. Jetzt, ja, wahrscheinlich, wenn wir gestern nicht 5-1 gewonnen hätten, hätte es jetzt wahrscheinlich auch ganz anders geredet. Ne? Nach einer absolut unglücklichen 0-1 Niederlage gesagt, ja, und dann die Leute da vorm Anpfiff, die waren halt auch nur so mittelmäßig und so weiter. Nee, also ich kenne die Biertrinkrunde mit, das muss man auch sagen, der Becherpfand wird fließt traditionell in die Saisonspende mit ein. Und die Biertrinkrunde vom Palm Beach ist legendär. Ich habe gestern leider meine S-Bahn verpasst und kam deswegen nur kurz vor knapp zum Anpfiff ins Stadion. Deswegen war ich nicht dabei. Aber ja, jeder, der
ins Stadion geht, sollte auf jeden Fall da so Cannstatter Kurve, Gegentribüne, da wo es das Bier gibt, nochmal kurz Halt machen. Da stehen viele nette Leute und da beginnt dann traditionell eigentlich das Spiel. Ja, gestern eigentlich die komplette VfB-Podcast-Szene vor Ort gewesen, außer Martin, der hat sich irgendwie versteckt. Also das ist der Herr, der den Brustring-Talk zu verantworten hat, aber er war auch irgendwo, aber wir haben ihn nicht gesehen. Er hat sich rar gemacht, wie man so schön sagt. Gut, aber es war schön und es wurde noch viel schöner, denn der VfB Stuttgart hat endlich mal gewonnen und nicht einfach so und auch nicht nur dreckig, sondern fast schon legendär mit 5:1 gegen Hannover. Dabei war vor dem Spiel doch eine deutliche Anspannung bei den meisten Fans, die ich getroffen habe, zu verspüren. Sebastian, wie sah es da bei dir aus, kurz vorm Spiel? Wie war dein Bauchgefühl? Ja, kurz vorm Spiel stand ich ja noch draußen in der Schlange. deswegen war ganz gut. Ich war wirklich, ich habe glaube ich auf Instagram was gemacht. Ich war glaube ich 15:26 Uhr war ich wirklich im Innenraum, habe mich hingesetzt und dann ging es gleich los. Und dann sitzt man da und ist dann doch so vorsichtig optimistisch. Und nach, ich weiß nicht, wie viele Sekunden waren, 60, 90, hat Mario Gomez die Riesenchance zum 1:0 und verdaddelt sie. Und dann denkst du, okay, es ist wie immer, ne? Also es ist wie immer und wahrscheinlich kriegen wir jetzt demnächst irgendwie dann das 0:1. Und dann dauert es aber wirklich nur 2 Minuten länger. Und dann steht da wieder Mario Gomez auf einmal an der 16-Meter-Linie völlig frei, weil sein Gegenspieler, ich glaube, es war Markus Sorg? Also es gibt Markus Sorg. Mich kannst du aber nicht fragen, ich habe es nicht gesehen. Trainer. Also ein Sorg ist es auf jeden Fall, der Innenverteidiger ist und Mario Gomez eigentlich decken sollte, hat sich dann kurzfristig entschlossen, dann doch im defensiven Mittelfeld zu spielen, lässt Gomez halt völlig frei stehen und er kriegt halt den Ball wunderbar, dreht sich um und schießt ihn halt dann wirklich flach in die Ecke und dann steht es nach 4 Minuten 1:0 und dann bist du halt erstmal erleichtert, weil du weißt, du spielst nicht gegen die Bayern, du spielst nicht gegen Dortmund, sondern du spielst gegen Hannover und es gibt halt nicht viel schlechtere Teams in der Liga. Und so ein 1:0 frühzeitig ist natürlich Balsam für die Nerven von Mannschaft und Fans. Und und nach 4 Minuten war dann erstmal alles gut. Ich war auch der Meinung, dass es ja gefühlt, jetzt sage ich, dass es durch war, aber so meine ich es gar nicht, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Hannoveraner zu keinem Zeitpunkt wirklich auf dem Platz waren. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die uns gefährlich werden könnten. Außer, ja, als das 3-1 fiel, da war das so eine Nummer, hoffentlich versaut es der VfB nicht. Aber auch da waren meine Gedanken nicht in die Richtung, dass Hannover jetzt nochmal auftritt, sondern ich hatte mehr die Sorge, dass unsere das jetzt nochmal irgendwie verdatteln. Also ich hatte nie ein richtig schlechtes Gefühl nach dem Anpfiff. Davor war ich mir unschlüssig. Also es kippte immer mal wieder. Ich habe mir natürlich immer wieder gesagt, hey, wenn wir das Spiel verlieren, ähnlich wie ich es letzte Woche im Podcast gesagt habe, haben wir immer noch genügend Zeit, um selbst dann noch Platz 16 zu erreichen. Für Hannover geht's da um viel, viel mehr. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich klar, wenn wir das Spiel verlieren, dann könnte es natürlich innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft übel abgehen. Also das kann schon sein, dass es dann auch mit der Psyche irgendwas macht, wenn du so ein wichtiges Spiel verlierst. Da bin ich auch mal gespannt, wie Hannover oder die Spieler von Hannover 96 diese Niederlage verkraften werden. Und vor allem die Ansage ihres Trainers nach dem Spiel. Das war natürlich auch nochmal eine neue Sphäre, die Thomas Doll da erreicht hat aus meiner Sicht. Das war schon sehr interessant. Ja, aber wir greifen dem Ganzen fast schon wieder zu weit voraus. Ich muss erst mal erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe mich natürlich wieder auf den auf die berühmte Neckarstadion-Tour begeben. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Mein Platz diesmal war wirklich ein Platz an der Sonne direkt hinterm Trainer. Also so sah es zumindest zu dem Zeitpunkt aus, als ich die Karte mir gekauft habe. Und dann weiß man ja. Sag mal, hast du die über einen regulären Markt oder war das irgendwie der Zweitmarkt oder? Nee, ganz regulär. Ganz normaler Vorverkauf. Ganz normaler Vorverkauf. Also die gab es halt einfach noch. Es war aber nur eine Karte in dieser ersten Reihe frei und habe ich gedacht, Mensch, die nehme ich. So. Welcher Block war das? Weil ich habe ja deine Fotos und Videos bei Twitter gesehen und das sah ja so aus, als ob du Markus Weinziel auf dem Schoß gesessen hast. Ja, es war Block 10 und jetzt weiß ich nicht mehr den Platz, aber es war Block 10, Reihe 1 ist ja klar und Platz 8, genau. Okay. So war's, ja. Und das ist wirklich dann direkt hinterm Trainer. Da ist dann nur noch dieser Graben dazwischen, dass man nicht so ungebremst direkt aufs Spielfeld rennen kann. Nackt aufs Spielfeld rennen kannst, wenn das 5:1 fällt. Ja, okay.
Ja, also man sitzt, wenn man so nah vorne dran sitzt, dann ist es so ähnlich wie die Flugzeugtür. Ja? Man überlegt sich halt, was wäre wenn? Und dann dachte ich mir, du hast noch nicht mal irgendwas von STR dabei. Es wäre so eine verschenkte Aktion. Also wenn, dann muss schon. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss kurz sagen, als ich ins Stadion gekommen bin und meinen Platz gesehen habe, wunderte ich mich zuerst, denn es standen vor meinem Platz zwei ältere Herren. Und dann ist man, wenn man nicht den Platz immer regelmäßig belegt hat, irgendwie schon kurz verwirrt. Nicht, dass ich mich jetzt verguckt habe und einer der Idioten bin, die sich irgendwo hinsetzen wollen und im falschen Block sind oder so. Und dann habe ich erstmal die Nebensitzer gefragt und habe gesagt, das ist doch hier Block 10. Ja, ist Block 10. Und dann möchte ich mich, also dezent möchte ich mich so ein bisschen hinsetzen. Ich habe schon meine Füße angewinkelt, sodass ich, also normalerweise, wenn da jemand steht, fällt es ihm dann auf, ja, okay, da setzt sich gerade jemand hin, wir stehen hier ungeschickt. So, und dann dreht sich dieser ältere Herr um und guckt mich so in der Art an wie, warum setzen Sie sich jetzt hier hin? Dann sage ich, das ist doch Ihr Block 10. Dann sagt er, ja, aber Sie sind hier nur Gast, das ist klar. Und dann habe ich mir gedacht, das fängt ja richtig gut an hier. So, großartig. Ja, war richtig richtiger Sympath. Es war ein VfB-Fan, leider Gottes, muss man sagen. Es war wirklich ein sehr alter Mann, das muss man dazu sagen, aber noch so ein aktiver alter Mann. Also so ein Dietrich als aktiver Läufer, musst du dir das vorstellen. So richtig drahtig, aber schon so 70-jähriger Marathonläufer. So ein Typ war das, der dann aber auf Autogrammjagd gegangen ist. Was oh mich, Gottes ja, Gott. Das hat mich auch irritiert. Ja. Und er dachte, der beste Moment, um die Autogramme hier von den VfB-Spielern sich zu erhaschen, ist direkt, wenn sie nach dem Aufwärmen in die Kabine gehen. Habe ich mir auch so gedacht, genau, da sind die mit den Gedanken beim Autogrammschreiben. Ja. Und völlig relaxed und denken an nichts anderes mehr als daran, Autogramme für die Fans, für die 70-jährigen Fans zu schreiben. Ja. Das war wirklich schön, weil er hat immer geschrien, Markus, Markus! Hat er lauthals da wirklich durch die Reihen gebrüllt und er kannte dann, und jetzt kenne ich den Namen des Betreuers nicht, aber es gibt so einen auch schon relativ alten, schon lange im Verein beheimateten Betreuer, der ist ziemlich groß, hat so eine Brille, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich meine nicht Raimund Best, aber man kennt ihn. Ich wollte gerade sagen, Raimund Best, oder? Nein. Man kennt ihn. Wenn ihr ihn seht, dann wisst ihr genau, wer es ist. Also den hat man, im Endeffekt ist der länger hier beim VfB, als es den Verein gibt. So, und den kannte er. Und man merkte aber, als er ihn dann auch noch zu sich beordert hat, dass er jetzt momentan nicht so viel Bock auf diesen Typen hatte. Und er hat immer wieder gerufen und man merkte einfach, nee, der will jetzt mit dem nicht reden. Und dann ist er zu einem Ordner hingegangen und gesagt, hier, sag mal dem, der Name fällt mir jetzt nicht ein, sag dir mal Bescheid, dass ich hier stehe. Und natürlich, der Ordner ist dann zu dem hin und dann kam der auch noch mal kurz und hat mit ihm gesprochen und hat gefragt, ob er noch in der Kabine von Markus Weinz hier ein Autogramm hole kennt. Da habe ich gedacht, Alter, wenn der neben mir sitzt jetzt heute, dann, also da drehe ich durch. Aber Gott sei Dank saß er nicht neben mir, er ist dann irgendwann nach oben weggezogen und ich war ganz froh. Neben mir saßen dann in der Tat die ganzen Muttis und Vatis von den Einlaufkindern. Richtig. Ah. Die saßen bei mir. Die ganzen Einlaufkinder, die ganzen Muttis und Vatis, die mit den Einlaufkindern am Start waren. Da war ich dann. Es war in der Art wie so ein Kindergarten. Also es war aber trotzdem ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Weil für die Kids sind halt wirklich diese Kleinigkeiten, ja, da ticken die total aus, ja. Also wenn dann nur so Spieler mal sich kurz warm machen geht nach 20 Minuten, war da eine Stimmung. Also das habe ich selten in der Cannstatter Kurve so erlebt. Also man sieht es ja auch immer im Januar beim Mercedes-Benz Junior Cup, da sind ja auch irgendwie sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche und im Publikum und die fordern ja von allen und jeden ein Autogramm ein und die U19-Spieler, die freuen sich ja dann tatsächlich noch, wenn sie Autogramme schreiben können. Ja. Aber da fällt dann ist natürlich die Trendschärfe relativ gering, weil dann wird halt wirklich jeder nach dem Autogramm gefragt, ob es jetzt dann irgendwie ein U19-Spieler vom VfB ist oder die Freundin vom Busfahrer oder so. Das ist halt irgendwie ganz, ganz grandios. Also das finde ich schön. Aber der Platz ist dann ja super. Aber hast du dann überhaupt über diese Überdachung von der Trainerkabine drüber gucken können? Also hat man da überhaupt einen Eindruck vom Spiel oder sieht man da gar nichts? Ja, also ich sag mal so. Man sieht, wenn ein Tor fällt,
Ja, also da hat man dann wieder freie Sicht. Und das, was direkt im Mittelfeld passiert, das kann man sich auch sehr schön angucken. Wenn du zwischen den Trainerbänken durchguckst, aber so jeweils im Drittel in den jeweiligen Hälften siehst du nicht mehr. Nee, das ist eigentlich perfekt für alten englischen Fußball, so, wo es nur von Strafraum zu Strafraum geht. Dafür sind die Plätze perfekt. Nee, also wer wirklich was vom Spiel sehen möchte, der kann diesen Platz einfach sich nicht kaufen. Das ist, da siehst du rein gar nichts. Ich kann dir zu keinem Tor irgendwas sagen, außer dass sie gefallen sind. Das habe ich gesehen, aber wie die gefallen sind, null Ahnung. Ich habe mal Schüsse. Das Beste war, Haraguchi hat in der zweiten Halbzeit doch aufs Tor geschossen. Ja, das war der erste Torschuss des Spiels von Hannover in der 60. oder so, ne? Irgendwie so. Diese Halb-Volley-Abnahme irgendwie so ein Meter übers Tor. Und von meinem Platz sah das so aus, als ob der irgendwie aus 10 Metern abzieht. Aber ich glaube, es waren 25. Also, ja, also du siehst halt relativ schlecht, muss man sagen. Aber jetzt kommt's. Wer mal die Trainer hautnah bei der Arbeit mitverfolgen möchte, und natürlich auch Holger Laser, ja, der da auch sehr aktiv ist auf seinem kleinen Stuhl, also der ist wirklich, der ist unheimlich angespannt. Das ist Wahnsinn. Also der war fast interessanter als Markus Weinz hier. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn ihr das Glück habt und Thomas Doll trainiert den Gastverein, also dann ist das ein Platz, den kann ich nur empfehlen. Denn also was Thomas Deuter an der Seitenlinie gezeigt hat, das habe ich so noch nie gesehen. Also der ist da rumgehampelt und hat also Sachen geschrien. Der hat, hey! Also das war sein Liebling. Hey! Hat er ganz oft geschrien. Und gesagt, was ist das für ein Kommando als Trainer? Dann ist er aufgesprungen. Hey! Und dann an der Seite rumgerannt. Hat sich tierisch aufgeregt, hat sich dann zu Katze Zumdick rübergedreht und hat immer so fast schon hilferufend ihn angefleht, dass er jetzt auch noch irgendwas schreit. Na, der manchmal mit den Händen gefuchtelt. Es ist jetzt schwierig, glaube ich, gerade in Worte zu fassen, aber es war für mich wirklich, ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen, als ich Thomas Doll beobachtet habe. Nach dem 2-0 hat er sich einfach dann hingesetzt auf seinen Trainersessel da, also auf den Recaro-Sitz, hat einen Block rausgenommen. Und ich glaube, der hat Schiffe versenken gespielt mit dem Zumdick. Ja. Die ganze Zeit. So Doku gelöst oder so, ja. Irgendwas. Die saßen da, haben auf dem Zettel rumgekritzelt die ganze Zeit. Das Spiel lief so dahin. Das hat den überhaupt nicht mehr gejuckt dann zu dem Zeitpunkt. Dann ist er mal wieder aufgesprungen, hat wieder sein Hey rausgelassen. Ist da eskaliert wegen irgendwas. Und ach, auch schön fand ich, vor dem 3-0 hat er ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es der Spieler war, der dann letzten Endes den Fehler gemacht hat vor dem 13. Aber hat irgendein Spieler die Aufgabe gegeben, ein bisschen rauszurücken aus dem Strafraum. Wahrscheinlich, um noch einen VfB-Spieler mit rauszuziehen oder irgendwie sowas. Und dann passiert das Tor und dann hörst du später, wie Doll schreit, und dann macht das Rindvieh das auch noch. So, das fand ich, also. Und das heißt schon was, wenn du die Trainer hörst von meinem Platz aus. Also das ist dann doch noch so weit entfernt, dass man nicht jedes Wort versteht. Aber es war schon was Besonderes, Thomas Doll mal bei der, in Anführungsstrichen, Arbeit zuzuschauen. Jetzt mal Real Talk, Reihe 1, direkt in der Trainerbank. Was hast du gezahlt fürs Ticket? 33 Euro. Ja, okay. Und war das ist aber kein regulärer Preis. Das war halt in dieser Alles muss raus Kampagne vom VfB, um das Stadion voll zu bekommen. Das ist tatsächlich ein regulärer Preis, weil du eine Sichteinschränkung hast, natürlich. Das ist halt das Problem, oder das ist letzten Endes der Grund, warum das Ticket da immer relativ günstig ist. Ja, du siehst halt wirklich nichts vom Spiel. Deswegen, also ich würde mich da niemals zwei Spiele in Folge oder so hinsetzen. Also das ist vollkommen für den Arsch. Wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre, wäre das wäre fürchterlich gewesen. Also, Du hast halt nichts verpasst, aber wenn halt irgendwie Milieustudien von Aus- und Einwechselspielern und der Trainerbank irgendwie erleben willst, dann setzt dich dahin, aber wenn du was vom Spiel sehen möchtest, dann lieber nicht. Genau, also weil ich hab ein paar Informationen mitgebracht, die ich vorher nicht hatte und ihr vielleicht auch nicht. Zum Beispiel fand ich es interessant, wie Markus Weinz hier coacht. Ja, das war ja auch ab und zu mal hier ein Kritikpunkt, dass Weinz hier so emotionslos ist oder wirkt zumindest zeitweise an der Seitenlinie. Und das kann ich jetzt so ein bisschen besser verstehen. Also er ist sehr, sehr klar in seinen Anweisungen, macht das sehr ruhig, kommuniziert viel mit Steven Zuber, ist mir aufgefallen. Also die beiden haben sich mehrfach ausgetauscht und Zuber hat das dann weitergegeben an andere Mitspieler. Das fand ich also fast schon ein bisschen überraschend, dass Zuber da schon so ein wichtiger Fixpunkt ist für Markus Weinz hier. Was mir auch aufgefallen ist, dass Andreas Beck unheimlich viel lenkt, möchte ich mal so sagen.
ja, gerade wenn was Standards und so angeht, da ist er absolut der Chef dann, der gerade die Absicherung und sowas unter seine Fittichen hat. Und aber auch sonst, wenn es im Spiel mal irgendwie kurze Unterbrechung gibt, ist Andreas Beck auch jemand, der ganz, ganz viel mit Spielern redet. Das fällt mir halt am Fernseher oder im Stadion sonst gar nicht auf. Also das, ja, null, klar. Ja, also das war wirklich eklatant fast schon, weil er immer so auf Höhe meines Platzes stand, weil der VfB ja meistens im Angriff war und der Rechtsverteidiger weit aufgerückt ist. Also das war sehr, sehr interessant, das habe ich mitgenommen. Aber am meisten hat mich wirklich Weinziers Art und Weise, wie er gecoacht hat, überrascht. Weil es, das wirkte wirklich halt einfach sehr konzentriert, immer mit einer konkreten Information, die auch gar nicht so geschrien wurde. Also ich konnte sie nicht verstehen, aber man hat ja das Gegenbeispiel auf der anderen Trainerbank gesehen. Ja, da hat kein Mensch gewusst, was der gerade will. Und bei Weinzierl hattest du immer das Gefühl, der gibt dir eine konkrete Information. Der Zuber hat die bestätigt mit einem Finger nach oben oder mit einem fragenden Blick. Und dann gab es dann nochmal eine Erklärung und dann den Finger nach oben. Aber das hat mir ganz, ganz gut gefallen, muss ich sagen, was ich da so gesehen habe. Das sind so die größten Erkenntnisse, die ich an der Seitenlinie gewonnen habe. Gibt aber auch noch was anderes, was ich beobachtet habe. Und zwar hat der Gomez den Castro derart zusammengeschissen, dass ich dachte, die gehen sich an die Gurgel gleich. Und zwar nach, ja, warum? Warum ja, nach dem 3-1. Nach dem 3-1 ist okay. Der Gomez völlig eskaliert und hat den Castro da zusammengefaltet. Das ging eine ganze Weile. Castro hat sich dann, ich wusste nicht genau, um was es geht. Ich habe auch dann später, als ich mir das Tor im Fernsehen angeschaut habe, versucht irgendwie zu erkennen, was Gomez da jetzt irgendwie gestört haben könnte. Wenn überhaupt irgendwas schief lief, war, dass Castro vielleicht irgendwie zu viel Platz auf der Stuttgarter linken Seite gelassen hat. Also da hatten die Hannoveraner ein gewisses Übergewicht. Und vielleicht hat er das gemeint, weiß ich nicht. Es ging so weit, dass der Castro dann sogar dem Gomez einen Vogel gezeigt hat auf dem Platz. Das habe ich so noch nie gesehen von Gomez, wie der da abgegangen ist. Und als er ausgewechselt wurde, hat er sich auch nochmal bei Markus Weinzierl über Castro beschwert. Das war auch noch. Da habe ich gedacht, was geht denn jetzt ab? Da hat er noch zum Castro gezeigt bei der Auswechslung und hat sich halt darüber beschwert, was da passiert ist. Und du hast auch gesehen, dass der Castro das mitbekommen hat, weil der hat in diese Richtung geschaut. Also das war auch noch ein schönes Mitbringsel von diesem Platz, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall war Mario Gomez gestern sehr, sehr engagiert. Also er hat ja dann am eigenen Strafraum verteidigt, ist von ganz vorne nach ganz hinten mit zurückgekommen, hat dann da Leute noch irgendwie abgegrätscht. Also der war engagiert, wie noch nie. Hin und wieder hat er dann bei versuchten Befreiungsschlägen den Ball nicht richtig getroffen. Also es war nicht immer perfekt, aber man hat gesehen, der hängt sich halt richtig rein. Ne? Also insofern war seine Auswechslung dann, denke ich, auch akzeptabel und angemessen halt, ob jetzt dann unbedingt Gentner kommen muss und kein anderer Offensiver, ist eine andere Frage. Aber der hat sich da gestern richtig reingehangen und ja auch zum ersten Mal getroffen. Ich glaube auch seit Mitte Dezember wieder was. Ja. 6 Spiele, ja. Ein gutes Zeichen dann wirklich jetzt für den VfB. Wie kam das bei dir an, als Weinzierl Gomez rausgenommen hat und dann eben Gentner gebracht hat? Also für mich und um mich rum und wahrscheinlich teilen wir diese Meinung mit 95% der VfB-Fans völliges Unverständnis, ne? Weil es war ja eine Phase, also der VfB geht mit 3-0 in die Halbzeit. Hannover hat keine einzige Torchance. Dann beginnt die zweite Halbzeit und du merkst, okay, der VfB will das Ding irgendwie verwalten oder so. Und da denkst du dir auch, hey, wir brauchen nicht nur die Tore fürs verheerende Torverhältnis, sondern wir brauchen halt einfach die Stimmung und den Schwung und spielt doch einfach weiter. Ich meine, Hannover ist so schlecht, ihr könnt heute auch wirklich 5-0, 6-0 gewinnen und dann versuchen sie zu verwalten und lassen immer mehr zu und Hannover kommt und dann macht sich Gentner schon warm. Du denkst, oh nee, das ist doch ein falsches Zeichen. Dann fällt das 3-1 und dann kommt er dann trotzdem. Also ich fand es keinen guten Wechsel. Also ich hätte mir vorstellen können, du bringst Donis für Gomez, du bringst, war Akolo im Kader? Ich weiß es gar nicht. Ja. Bringst Akolo für Gomez, also du bringst irgendjemanden, bringst Tommy für Gomez, also irgendeinen Offensiven, aber mit dem Wechsel Gentner für Gomez sagst du ja, okay, wir stellen unsere Offensivbemühungen ein. Ja, sie schießen dann noch 2 Tore, also im Endeffekt, so postfaktisch ist dann irgendwie alles richtig, was Weinzierl gemacht hat, aber es war ja schon so ein Zeichen an die Mannschaft, wie auch schon gegen Bremen, hey, jetzt wird verteidigt, ne? Wir wollen kein Tor mehr schießen, wir wollen es irgendwie über die Zeit bringen und um mich rum haben alle mit Unverständnis reagiert und mir ging
längst nicht ähnlich, zumal sich dann Gentner halt auch wie schon gegen Bremen dann eigentlich mit Fehlpässen ins Spiel eingefügt hat. Ne? Also er hat sich dann ja gefangen, hat dann auch wunderbar das 5:1 vorbereitet, keine Frage. Aber in meinen Augen war es auch in Anbetracht des Ergebnisses, war es ein falscher oder war es kein guter Wechsel und war es ein falsches Signal an die Mannschaft. Wie hat das denn dann vorne im Sturm gelöst? Hat dann Essien Stürmer gespielt? Weil ich habe es wirklich nicht gesehen. Also ich habe dann mich drauf konzentriert. Ich habe gesehen, dass Gentner dann wirklich schon so meandert ist. Also der war dann teilweise wirklich schon an vorderster Front, dann wieder zurück. Ich muss gestehen, ich habe es aber auch nicht genau analysieren können. Ich habe nur gesehen, dass Gentner dann teilweise schon sehr, sehr weit vorne gespielt hat. Ja, also wahrscheinlich hat er dann mit so einer zurückgezogenen Dreierkette fast schon gespielt, mit Zuber, Essien und Gentner dann so, die nicht ganz als Stürmer agiert haben, sondern mehr so im offensiven Mittelfeld. Ja, vermutlich, ne, weil ich meine, auch vom 5-1 ist ja auch wieder Gentner, der halt dann in den Strafraum reinstößt, ne, und dann irgendwie an vorderster Front war. Also ich glaube, er war dann nach dem Wechsel schon mit einer der positionell gesehen offensivsten Spieler, die der VfB auf dem Platz hatte. Ja, guck mal an, du. Und ich habe übrigens noch was gesehen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das habe ich mir gar nicht notiert, und zwar Tassos Donis. Ja? Tassos Donis hat sich in der Halbzeitpause nicht warm gemacht. Der saß auf der Bank. Da habe ich mir auch gedacht, was geht denn da ab? Ich dachte zuerst, der kommt ins Spiel. Also was mir mal aufgefallen ist, und jetzt will ich da gar nicht so viel hineininterpretieren, aber trotzdem, er gilt ja schon so ein bisschen als enfant terrible beim VfB und disziplinlos und was weiß ich, was wir schon alles gehört haben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Spieler gehen ja zusammen in die Kabine, also auch die Ersatzspieler. Und dann kommen die Ersatzspieler wieder raus, machen sich warm. Und eigentlich sind alle Ersatzspieler zusammen rausgekommen, bis auf einen. Tassos Donis, der kam ein bisschen später raus. Da habe ich mir zuerst gedacht, vielleicht musste der noch in der Kabine bleiben, weil er Anweisungen bekommen hat oder so. Aber offensichtlich hat das da schon irgendwie nicht ganz so genau genommen mit dem Rausgehen. Also vielleicht ist das auch völlig in Ordnung, aber trotzdem ist es halt für mich irgendwie komisch, dass ausgerechnet er alleine 3-4 Minuten oder von mir aus 3 Minuten, nachdem alle rausgegangen sind, dass er dann erst rauskommt. Und dann setzt er sich auf die Bank und fängt an, sich seine Knöchel zu bandagieren. Und die anderen Herrschaften haben sie halt auf dem Platz warm gemacht. Ich weiß nicht, ob das ist es auch so abgesprochen, aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig. Also, weiß nicht. Wie interpretierst du das? Ist das ein normales Gehabe? Hast du das auch schon mal beobachtet? Aber normal nicht, oder? Normal machen sie doch alles gemeinsam. Ja, also, wie gesagt, diese Milieustudien habe ich noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt die Art und Weise und die Mentalität von Tassos Donis und die Art und Weise und die Mentalität von Markus Weinzierl nicht kompatibel sind. Ne? Also Markus Weinzierl, ausgebildeter Lehrer, der offensichtlich schon ein großes Faible für Disziplin hat, wie er auf seinen bisherigen Stationen auch schon bewiesen hat. Und Donis, dem der Disziplin dann vielleicht nicht ganz so groß schreibt. Und ich glaube, da gibt es natürlich einen Kompromiss und einen Weg, wie man miteinander könnte, aber der ist bei den beiden natürlich sehr, sehr schmal, weil die halt auf sehr entfernten Positionen irgendwie stehen. Und deswegen klappt das bei den beiden nicht. Ne? Und man hat ja, oder ich habe gestern auch dann wieder Alex Essien gesehen und ich glaube, der gibt halt immer alles und der spielt auch gut und der rennt schnell und der haut sich halt voll rein. Aber vom Talent her oder vom Können her glaube ich halt, dass ein Tassos Donis, wenn er halt richtig eingestellt und richtig aufgestellt wäre, weitaus mehr bringen könnte als ein Alex Essien. Aber ein Essien, den schmeißt halt rein und sagt, mach was du kannst, und er macht es halt, und er macht es immer, und deswegen hilft er uns gerade auch. Und deswegen spielt er auch bei Markus Weinzierl, ne, weil das, die zwei halt eher kompatibel sind zum Beispiel. Ich glaube, Die Tassos Donis und Markus Weinzierl, die werden halt irgendwie nicht mehr wirklich zueinander finden. Auf der anderen Seite, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann erstaunlich, dass auch Erik Tommy wurde zwar eingewechselt, aber auch keine große Rolle mehr spielt, weil der ist ja nun wirklich untadelig, was Disziplin und Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft und Engagement angeht, aber auch der spielt ja keine große Rolle mehr. Und ich denke, man hat jetzt gesehen, ne, Leipzig, Bremen, Hannover, Markus Weinzierl hat jetzt nach echten 15 und gefühlt noch viel mehr Spielen endlich mal ein System gefunden, was funktioniert, und der wird das jetzt durchziehen bis Saisonende, also so richtig Korkut-Style. Ich denke, Gonzales ist jetzt wieder, ist nicht mehr gesperrt, wird auf der Bank sitzen, alle anderen, die zurückkommen, werden auf der Bank sitzen. Der wird jetzt mit der Startaufstellung die letzten 10 Saisonspiele durchziehen und nur noch wechseln, wenn er dazu gezwungen wird.
Also nochmal kurz was zu Donis. Da bin ich echt mal gespannt, wie mit ihm verfahren wird, ja, nach dieser Saison. Weil eigentlich ist das jetzt der dritte Trainer, unter dem es irgendwie nicht so richtig klappt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht erst der dritte Trainer, sondern hat er bei jeder seiner Stationen bislang diese Problemchen, möchte ich mal sagen, gehabt. Also alle attestieren ihm ein unfassbares Talent und eine hohe Qualität. Aber ihm fehlt dann die Ernsthaftigkeit in vielen Situationen. Gut, ich meine, also da muss man mittlerweile jetzt sagen, dass Tassos Donis ist ganz klar der legitime Nachfolger von Alexandru Maxim, ne? Ist so. Ja, man kann es schon so sehen, das stimmt. Wobei ich es bei ihm fast noch krasser finde. Ja, bei Maxim hatte ich so das Gefühl, dass er aufgrund seiner ganzen Körperstatur vielleicht auch nicht ganz so defensiv stark ist. Also man hat ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er nach hinten nicht so richtig mitarbeitet und so. Dann denke ich mir, okay, das ist jetzt auch irgendwie so nicht der Typ Spieler, von dem ich das erwarten würde. Und Donis wirkt schon wie so ein Alpha-Tier, ist zu viel gesagt, aber ich glaube, der weiß sich schon zu wehren auf dem Platz. Ja gut, das haben wir, glaube ich, in der letzten Saison gesehen. Das war das Heimspiel gegen Leverkusen, was sie verloren haben, wo sie dann auf irgendwelche, gab es dann einen Platzverweis. Auf jeden Fall musste der Donis mehr oder weniger rechter Außenverteidiger spielen. Der hat ja da um sein Leben gegrätscht halt. Das war ja wunderbar anzusehen. Der ist ja in jeden Zweikampf reingesprungen. Also der kann das halt, ne? Genau. Aber er hat halt wenig Bock drauf. Und ich glaube halt, dass Markus Weinzierl auch nicht der richtige Trainer ist, um ihm diese Lust am Verteidigen zu vermitteln. Und das muss man halt abwägen, ne? Also was ist wichtiger, der Trainer, der Spieler ist immer der Trainer wichtiger, wenn er den Rest der Mannschaft erreicht. Aber ich glaube, dass die zwei keine großen Freunde mehr werden. Das passt halt einfach nicht. So, abschließend zu meiner Neckarstadion-Tour habe ich jetzt noch zwei schöne Geschichten. Zum einen konnte ich beobachten, ja, die Wiedervereinigung zwischen Benjamin Pavard und Takuma Asano. Die war. Oh, das habe ich auch gesehen. Das war so gleich nach 10 Minuten oder so. Ja, ne? Wo sie sich am Mittelkreis. Wo Pavard irgendwie auf einmal dann gegen Asano irgendwie, in einer. Ich glaube, VfB hatte den Ballbesitz und die zwei haben sich dann irgendwie gegenseitig da irgendwie zugestellt und er hat dann halt wirklich in Schwitzkasten genommen. Genau. Herrlich, ja. Das war schön. Das hat mein Herz erwärmt und hat mich natürlich absolut so ein bisschen an die guten alten Zeiten erinnert, die wir in der zweiten Liga mit den beiden hatten. Also das war wirklich schön. Und das Zweite, was ich wirklich toll fand, war der von dir schon angesprochene Alex Esswein, der gerade den Kids, die da bei mir dann mit rumstanden, einen großen Wunsch erfüllt hat, nämlich ihnen das Trikot geschenkt hat. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, wie die Kinder da abgehen. Logisch, ist ja ganz nachvollziehbar. Aber ich meine, jetzt für mich persönlich wäre das jetzt nicht der größte Triumph, irgendein verschwitztes Trikot von einem Fußballspieler zu fangen. Ich weiß, dass es für viele was ganz, ganz Besonderes ist. Für mich halt leider Gottes jetzt nicht. Ich kann ja nichts dafür. Ist halt für mich nicht so. Aber wie die Kids sich gefreut haben, als er das Trikot ihnen zugeworfen hat oder der eine Junge, der es dann gefangen hat, das war wunderschön. Und in diesem Zuge muss ich auch noch Steven Zuber nennen, der sein Trikot auch einem Fan geschenkt hat. Und da waren ja so viele Kiddies bei mir, dass er gesagt hat, bleibt kurz noch da. Und er kam dann mit einem frischen Trikot noch aus der Kabine raus, um noch ein Kind ein Trikot zu schenken. Ja, das fand ich auch ziemlich geil. In diesem Zuge muss man aber auch erwähnen, Sebastian, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. In den letzten Jahren nimmt ja so eine Unsitte zu, möchte ich fast schon sagen, dass erwachsene Männer sich mit Plakaten hinstellen, um die Trikots diverser Spieler abzustauben. Ich habe das bei dir auf Twitter gesehen, das ist für mich irgendwie so eine völlige Parallelwelt, weil ich bin halt echt nicht so der Autogrammtyp, ich bin auch nicht der Selfie-Typ, weil ich denke immer, was hab ich davon? Also mir persönlich gibt das nichts, also die Leute, die es machen und irgendwie sich stundenlang sich irgendwo anstellen, um dann mit irgendwem Berühmten von sich ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen, wunderbar, also denen sei das unbenommen, aber ich verstehe das halt überhaupt nicht. Und wenn sich dann halt, wie du es geschrieben hast, dann so mehr oder weniger professionelle Autogrammjäger oder Trikotjäger, genau, dann dahinstellen mit wechselnden Plakaten und wechselnden Botschaften. Das ist halt irgendwie, da fehlt mir halt der Zugang komplett. Das war völlig absurd. Da stand, um das jetzt auch nochmal allen hier mitzuteilen, die mich auf Twitter nicht verfolgen, @RickyPalm an dieser Stelle und @Butze, so jetzt haben wir aber alle hier genannt, das ist der Sebastian, muss man dazu sagen, @Vertikalpass und @VfBSTR. So. Es war dann so, dass eben ja die Spieler durch den Spielertunnel ja in die Kabine gehen und neben mir standen 3-4 Kinder mit so einem selbstgemalten Plakat, was ich völlig, okay, es sind Kinder, natürlich, super, finde ich niedlich, ja, wenn sie sich da hinstellen mit ihren selbstgemalten Plakaten und einfach versuchen da von ihren großen Idolen, wenn es nicht ein Trikot ist, vielleicht nur eine Unterschrift zu bekommen. Bei Kids verstehe ich es vollkommen. Und dann, ja, steht da dieser Bär, ein 30-jähriger Mann, Vollbart, ja,
mit einer österreichischen Fahne, auf der er irgendwie was mit Wimmer draufgeschrieben hat, den hannoveranischen Innenverteidiger. Da habe ich gedacht, ja, scheint ein Hannover-Fan zu sein. Und ja, dann sind die Hannoveraner drinne gewesen. Und auf einmal holt er die griechische Flagge raus. Dann steht da Donis irgendwas drauf. Dann dachte ich mir schon, ja, okay, vielleicht hat er griechische Vorfahren oder so. Was weiß ich, was da abgeht. So, dann ist Donis drin. Auf einmal holt er ein Pavard-Plakat raus. Dann dreht er das Pavard-Plakat um. Da steht was von Zuber drauf. Und dann hat er noch irgendjemanden, hat von noch irgendjemanden ein Plakat dabei gehabt. Der hat alles Mögliche da parat gehabt, was er in die Luft gestreckt hat. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich appelliere an jeden erwachsenen Mann, bitte stellt euch nicht mit irgendwelchen Plakaten ins Stadion. Es sieht so albern aus. Wenn ein erwachsener Mann mit einem Plakat steht, Joshua Kimmich, bitte schenk mir dein Trikot. Das finde ich also auf eine Art und Weise abstoßend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da hautnah neben mir das Ganze miterleben zu müssen, dass es wahrscheinlich noch nicht mal um Fanliebe geht, sondern wirklich nur um einen Reibach zu machen, ja, um das Trikot zu bekommen. Wahrscheinlich ist dann noch ein Fotograf dabei, der genau den Moment abpasst, um dann ein Beweisfoto auf eBay mit hinzustellen. Ey, das finde ich, ich muss wirklich sagen, es ist ekelerregend. Ich finde es einfach nur ekelerregend. Ja, das ist armselig irgendwie, ja, klar. Kannst du Hashtag Matchworn ist dann wahrscheinlich das Trikot, genau, bei eBay und geht dann dafür, oh, ich habe keine Ahnung, 150, 200 Euro raus. Das reicht. Ja, aber das ist, ja. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder ob du das gesehen hast. Es gab eine Szene in irgendeinem Bayern-Spiel, da hat, ich meine, Kimmich einem Jungen sein Trikot zugeworfen und ein erwachsener Mann hat das Trikot dann noch dem Jungen wirklich vor der Nase weggeschnappt. Genau, wobei das wirklich ist, außer ob der Typ von hinten kam und jetzt nicht das unbedingt gesehen hatte, dass Kimmich das dem Jungen versprochen hatte. Und er hat dann ja auch, muss man jetzt einschränkend oder relativierend dazu sagen, er hat es ihm ja auch dann bereitwillig zurückgegeben und sich entschuldigt. Also ich glaube, er hat es halt wirklich nicht gesehen, dass Kimmich und der Junge halt irgendwie das abgemacht hatten, dass er das Trikot bekommt. Ja, aber wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass sich dann erwachsene Menschen schlagen um ein durchgeschwitztes Trikot von einem Profisportler. Also das, ja. Also wenn vor mir ein Kind fehlt steht, fehlt mir der intellektuelle Zugang irgendwie komplett für. Bin ich total bei dir. Was ich noch sagen wollte, wenn vor mir ein Kind steht, dann selbst wenn ich das Trikot, selbst wenn es mir auf den Kopf fallen würde, würde ich das Trikot sofort dem Kind geben. Also es gab eine Szene während dem Spiel, da hüpfte der Ball so merkwürdig vor mir auf und ich hätte ihn fangen können, sage ich jetzt mal. Ja? Also das heißt ja, dass man den Ball dann mit nach Hause nehmen darf. Ja, das finde ich auch großartig, ne, dass jetzt irgendwie ein ins Publikum springender Ball gesponsert wird von irgendeinem Unternehmen, das da viel Geld für zahlt. Und davor war es so, wenn ein Ball ins Publikum springt, dann sagt halt irgendwer ein, der Ball ist sowieso weg, ne? Und jetzt wird dieser Ball, der sowieso weg ist, nochmal teuer bezahlt von irgendeinem Unternehmen. Also finde ich einen ganz großen Marketing-Stunt vom VfB. ganz großartig. Bei mir war es wirklich so, ich hätte jetzt mit etwas Einsatz hätte ich diesen Ball wegfischen können, aber gleichzeitig, erstmal musst du dich ja ganz schnell entscheiden, du hast ja nicht eine Viertelstunde Zeit, sondern du musst ja rucki-zucki entscheiden. Und ich habe mich dann dafür entschieden, mich nicht zum Affen zu machen, weil es wäre natürlich wahnsinnig peinlich gewesen, wenn ich versuche, diesen Ball zu fangen und dabei mich irgendwie verletze oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, nee. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, Mensch, hättest du es doch mal gemacht. Und der Junge, der neben mir saß, der hätte sich so gefreut, wenn ich ihm diesen Ball geschenkt hätte. Weil genau das hätte ich gemacht. Weil ich weiß halt, das ist für die, das, wie mit dem Trikot, das ist einfach das Größte, was es gibt, so ein Utensil irgendwie abzustauben. Ein Junge hat sogar das Freistoßspray des Schiedsrichters bekommen. Und Gottes Willen. Ja, das war für ihn der Shit schlechthin. Ja, total. Der ist halt total cool. Also, aber das müssen halt wirklich dann auch Menschen, vor allem junge Menschen sein, denen das halt wahnsinnig viel wert ist, ja, und nicht irgendwelche ekligen Typen, die das dann halt bei irgendwie um 18.15 Uhr dann bei eBay einstellen und möglichst großen Profit draufziehen, weil das ist halt irgendwie abgefuckt und eklig und solche Leute sollten gar nicht erst ins Stadion kommen. Es gibt eine Ausnahme, das ist Arne Zeigler, du wirst es mitbekommen haben, der die größte Trinkflaschensammlung von Ron-Robert Zieler hat. Das habe ich nicht mitbekommen, ist das so? Ja, er hat es in der letzten Ausgabe hat er seine ganzen Trinkflaschen präsentiert, die er von Ron-Robert Zieler abstauben konnte. Er hat das so erklärt, normalerweise nehmen die Torhüter, wenn sie halt in Bremen gespielt haben, nach Abpfiff ihre Trinkflaschen immer mit. Außer Ron-Robert Zieler, das muss der einzige Torhüter sein, der die Flaschen im Tor liegen lässt, ja, die er da während dem Spiel benutzt hat. Und Arne Zeigler hat, glaube ich, inzwischen 4 oder 5 Flaschen von Ron-Robert Zieler, alle noch mit Originalinhalt. Oh Gott. Ja. Habe ich auch gedacht, ja,
Also wenn es einer darf, dann Arndt, der hat es verdient. Ja, aber das muss man auch erstmal wollen, ja. Das muss man, genau, das muss man wollen. Alte Ronroboziderflaschen mit Restwasser, im besten Fall. Gut, ja, es ist hier ein etwas anderer Rückblick. Wir können aber natürlich noch über die beiden, ja, Man of the Matches, muss man ja sagen, sprechen. Und eigentlich gibt's ja nur einen. Ich habe auf Twitter geschrieben King, weil was anderes fiel mir nicht ein zu diesem Spieler. Ozan Kabak, holy shit. Ich bin froh, dass der wahrscheinlich nie bei einer Weltmeisterschaft spielen wird. Das steigt, einfach die Chance darauf, dass er lange beim VfB noch aktiv sein kann. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Spiel, ja, wo er wieder gut gespielt hat, was der bislang hier in seinen wenigen Monaten, Wochen beim VfB gezeigt hat, das ist schon sehr verheißungsvoll, oder? Ja, brutal, ne? Ich meine, der kommt, er ist 18, ne? Also wir haben in seinem Alter irgendwie mit Ach und Krach vielleicht einen Führerschein gemacht und irgendwie das Abi hinter uns gehabt und der kommt halt aus der Türkei nach Deutschland, ist zum allerersten Mal hier, spielt in einer neuen Liga, kommt in einen Verein, in den überhaupt nichts stimmt, spielt dann, ich glaube, es war sein erstes Spiel wirklich in München halt, ne? Spielt er ordentlich, er muss gegen Lewandowski spielen, also Das sind ja alle Zutaten für einen kompletten Fehlstart und dann beißt er sich durch und spielt dann jetzt so, wie er spielt, ne? Hat dann auch das nötige Glück, weil so in Bremen kann er eventuell auch gelb-rot sehen oder so, aber weil er, das ist halt seine Spielweise und jetzt zahlt sie es halt aus. Und wenn man halt sieht, wie er offensiv in die Eckbälle reingeht, also der erste war halt beschissen verteidigt von Hannover, da ist er relativ frei, aber der zweite ist jetzt nicht so schlecht verteidigt und da rumpelt er in so eine Spielertraube rein und lässt halt wirklich gar keinen Zweifel dran, dass er diesen Ball bekommt, dass er das Tor machen will. Das ist die eine Komponente, dass er vorne so brachial ist und das andere ist halt dann hinten, ne? Also der geht ja da keinem Zweikampf aus dem Weg, ist sehr grätschfreudig, hat dann ja auch in der zweiten Halbzeit echt so ein bisschen Sorge um Asano, weil dann hat er einmal brutal abgeräumt, also es war kein Foul, aber dann hat er ja komplett abgeräumt und hat dann aber auch wirklich so Szenen, wo man denkt, irgendwie da ist der, also das wirkt dann schon so ein bisschen Beckenbauer-esque, ne? Also kriegt dann hinten den Ball und wackelt dann ein bisschen rum, macht zwei, drei Körpertäuschungen, hat dann irgendwie den Raum vor sich, also das sieht schon sehr, sehr stark aus und er spielt halt nicht wie ein 18-jähriger Bundesliga-Debütant, sondern der spielt halt wie irgendwie einer, der 32 ist und 10 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als da hinten irgendwie die Bude sauber zu halten. Das war gestern schon sehr beeindruckend. Ja, er wirkt brutal abgeklärt. Klar, ihm passieren noch Fehler. Mit Sicherheit liegt es auch daran, ja, wie es momentan allgemein beim VfB so läuft. Aber ja, du hast hervorragend zusammengefasst. Wenn du hier als 18-Jähriger herkommst und so eine Leistung zeigst, da möchte man sich gar nicht ausmalen, wo das vielleicht noch hingehen kann mit diesem Jungen, aber es ist sehr verheißungsvoll, ohne ihn jetzt hier gleich wieder zu sehr hypen zu wollen, ja, nach ein paar Spielen und dann mal sehen, wie es dann über einen längeren Zeitraum einfach funktioniert. Aber das, was wir bislang von ihm gesehen haben, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und ja, vielleicht hat Michael Reschke da zum Abschluss seiner Amtszeit einfach nochmal einen richtigen Treffer gelandet. Das 3-0, das wollte ich auch noch unbedingt erwähnen, weil das hat mich an Ramos erinnert, fast schon, ja, wie er sich dadurch gegen 4 Leute durchsetzt, das ist halt echt maschinenmäßig gewesen, also da habe ich echt gedacht, Alter, leck mir am Arsch, wie willst du den denn verteidigen, wenn der mit dieser Wucht da hochgeht, das ist echt eine Waffe bei Standards, wenn die gut getreten werden, dann könnte das für uns echt ein ganz, ganz wichtiger Mann sein, endlich mal wieder ein Innenverteidiger. Ja, vor allem, wenn ich kurz eingeschaut habe, sie werden ja gerade wieder gut getreten, ne? Also im letzten Heimspiel noch gegen Leipzig und auch vorher gegen Freiburg, da kamen halt die ganzen Eckbälle irgendwie immer auf Kniescheibenhöhe in den Strafraum, das kannst du halt knicken und jetzt hat Castro, das muss man wirklich sagen, also so beschissen, wie er in der Hinrunde gespielt hat und so schlecht, wie er war und so wie er in Schutt und Asche geredet worden ist, so gut spielt er jetzt halt auch auf der 6 neben Askasiba und er zeigt Einsatz, er hat Übersicht, also er spielt jetzt ja eigentlich das, was man von ihm erwartet hat, als er zum VfB gekommen ist. Und genau. Er spielt nicht nur gut auf der Doppelsechs, sondern er tritt halt auch wirklich gute Eckbälle. Ne? Ich meine, wir haben 2 Tore nach Eckbällen gemacht gestern. Eigentlich 3, weil auch das 4-1 von Zuba, da kommt auch eine Ecke von Castro und wieder ist Kabak am Ball. Diesmal köpft dann halt irgendwie nicht nach vorne, sondern kommt halt gerade dran, köpft nach hinten. Zuba schießt, er wird abgefälscht, ist dann trotzdem drin. Also endlich macht der VfB auch mal so ein Kacktor. Aber auch da war wieder Castro, Kabak der Weg zum Erfolg und das gibt einem ja echt Hoffnung, dass das jetzt wieder funktioniert. Das war gestern gut. Nee, und wie gesagt, bei den Ecken halt, wenn der da vorne drin steht und die Ecken werden gut getreten, dann ist das auf jeden Fall eine Waffe, klar.
Was man vielleicht noch ganz kurz zu Kabak sagen muss, bei dem 3-1, das Jonatas gemacht hat, da hat man wieder gesehen, was, an was er noch so ein bisschen arbeiten muss. Und das ist dann auch wieder ein bisschen merkwürdig, dass er da in der Kopfballverteidigung sich etwas ungeschickt anstellt, möchte ich mal so sagen. Ich meine, Jonatas ist jetzt auch nicht irgendwie der letzte Pfeifenstürmer. Der hat ja eine gewisse Qualität dann doch auch und vor allen Dingen eine Körperpräsenz, die er da einsetzen kann. Aber dieses 3-1, da habe ich mir auch so gedacht, okay, da hast du jetzt schon gemerkt, dass er noch ein bisschen was zu lernen hat. Aber ist ja ganz normal. Also das... Ja, genau, das ist ja auch so eine klassische Situation, wo dann Kabak gegen Mittelstürmer so die letzte Station ist, der es noch verteidigen könnte, aber das ist natürlich auch schwierig, er steht, der andere kommt von hinten, der muss halt vorher eigentlich das Ding schon verteidigt werden und er ist dann halt die ärmste Sau. Klar, also kriegt er vielleicht auch noch irgendwann hin, aber das war natürlich auch nicht ganz dankbar, das dann irgendwie noch verhindern zu können. Die große Frage, die man jetzt mit Sicherheit anführen muss hier, hätten wir jetzt lieber vielleicht mal 4-5 Spiele 1-0 gewinnen sollen, als dieses eine 5-1? Oder, die Frage ist eigentlich, was glaubst du, was kann dieser Sieg jetzt mit der Mannschaft machen? Vor allem jetzt mit Hinblick auf die nächsten 3 brutal schweren Spiele. Genau, also wir haben ja wieder, ich hatte ja wieder auf Instagram gefragt, und da kamen wieder wahnsinnig viele Fragen, und da war ein zum Beispiel auch, wie geht es weiter, ist der Knoten geplatzt? Und ich hatte mich gestern im Stadion auch gefragt, ach, wäre es nicht besser gewesen, wir hätten gestern irgendwie in der 89. Minute das 1-0 geschossen, hätten ganz knapp gewonnen, dass halt gar keine Euphorie entsteht, aber zum einen ist es so, wir brauchen nicht nur die 3 Punkte brutal, sondern wir brauchen auch die plus 4 Tore von gestern, weil Torverhältnis ist so schlecht und es könnte noch irgendwie einen Ausschlag geben, deswegen brauchen wir wirklich jedes Tor und deswegen ist das 5-1 wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass beim VfB jetzt falsche Euphorie entsteht, auch wenn Christian Gentner gestern wieder gesagt hat, mit so einer Leistung können wir auch in Dortmund was holen. Kann man sich, glaube ich, schenken, solche Aussagen. Aber vor allen Dingen Markus Weinzierl wird wissen, was jetzt auf ihn zukommt. Weil jetzt kommt genau das Auftaktprogramm, was er in der Hinrunde zum Amtsantritt hatte. Und wir erinnern uns, wir hatten Dortmund 0-4, wir hatten Hoffenheim 0-4 und wir hatten Frankfurt 0-3. Und ich glaube, diese 3 Spiele, die wird Markus Weinzierl noch in ganz, ganz schlechter Erinnerung haben. Und der wird jetzt wirklich dafür sorgen, dass die Mannschaft das auch in schlechter Erinnerung hat und alles versuchen, dass es nicht nochmal so verheerend wird. Und insofern denke ich nicht, dass das 5-1 eine falsche Euphorie entfacht hat und glaube auch, dass Trainer, Mannschaft und alle genau wissen, was jetzt ansteht und dass man da genauso konzentriert weitermachen muss. Das hoffe ich auch, weil wenn man ganz ehrlich ist und vielleicht auch ein bisschen gemein, kann man sagen, dass 4 der 5 Tore, die wir gestern geschossen haben, auch deswegen gefallen sind, weil wir gegen einen unglaublich schwachen Gegner gespielt haben. Also wenn du das 1-0 siehst, das ist einfach in der Bundesliga normal nicht möglich, dass du so frei vorm Tor auftauchst. Das 2-0 ähnlich, ja, Kabak, der komplett ungedeckt einnicken kann. Das 3-0 war gut, das lassen wir so stehen. Das 4-1 war dann auch wieder so eine Nummer, wo man sich fragt, was der Müller da eigentlich. Ja, klar, der klärt ihn halt schlecht, ne? Ja. Aber trotzdem eine Ecke rein und irgendwie man kommt an Ball und dann kommt der Ball zurück auf 16 Meter und dann schießt jemand. Also das geht auch gegen Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt, ne? Und gute Standards und vorne kopfballstarke Präsenz ist auf jeden Fall schon mal eine Maßnahme. Allein, dass der jetzt zweimal getroffen hat, der Kabak, sorgt schon dafür, dass, wenn es einen Standard gibt für uns gegen Dortmund, dass er ganz anders verteidigt wird. Ja, also dass die Dortmunder Gegenspieler da viel fokussierter drauf sind, was macht Kabak jetzt? Und das könnte natürlich dann wieder für andere Spieler Räume schaffen. Also das ist auf jeden Fall wieder eine neue Option, die wir bekommen haben. Dazu das, was du auch schon angesprochen hast, einfach, dass Castro gute Standards inzwischen schießt, dass er sich ja gerade in der Rückrunde auch von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Ich erinnere da an das erste Spiel als Rechtsverteidiger gegen Mainz. Das war auch schon keine Vollkatastrophe. Und dann wurde es eigentlich mehr und ja von Spiel zu Spiel besser. Dann hat er ja, glaube ich, ein paar Mal wieder nicht gespielt, aber dann gegen Leipzig schon ganz okay, gegen Bremen dann ganz gut und jetzt auch gegen Hannover wieder eine sehr gute Partie gemacht. Da hoffe ich auch drauf, dass er zumindest die Leistung konservieren kann ein Stück weit. Und ich kann es halt momentan wirklich ganz schwer einschätzen, was mit den Dortmundern los ist. Ja, das ist das Problem, was ich aktuell habe, weil die mich fast so sehr überraschen wie der VfB gestern. Einfach aber eher negativ.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die sich zu Hause vom Tabellen 16. einen einschenken lassen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass denen ganz schön die Düse gehen wird. Und wenn der VfB da nur halbwegs mithalten kann in den ersten Minuten und nicht gleich ein Tor bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass gerade diese junge Dortmunder Mannschaft schon auch, ja, verunsichert wirken könnte. Und das muss man dann irgendwie ausnutzen mit der Erfahrung, die wir ja definitiv auch auf dem Platz haben. Ja, absolut. Ob es jetzt in Dortmund reicht, weiß ich nicht. Du musst halt, auf jeden Fall darfst du dort nicht untergehen, du musst halt einen guten Eindruck hinterlassen. Und klar ist, du darfst halt aus den nächsten drei Spielen nicht null Punkte holen. Du musst zumindest, wenn es nur einer ist, ne, gegen Hoffenheim zu Hause einen Unentschieden rausholen. Oder ich denke, in Frankfurt könnte auch was drin sein. Also selbst der Marvin hat es gestern gesagt. Ne? Mhm. Du darfst halt aus den nächsten drei Spielen nicht null Punkte holen. Das ist das A und O. Mir wird persönlich sogar einer reichen halt, ne? Aber nicht wieder wie in der Hinrunde 0 Punkte und 0-11 Tore. Also komm da irgendwie gut aus der Geschichte raus, mit einem Punkt, mit zwei Punkten, mit einem vernünftigen Torverhältnis, und dann hast du Nürnberg und gehst halt nicht dann völlig desolat in die Partie, sondern hast dann irgendwie so noch ein bisschen Schwung und schlägst dann Nürnberg und da müssen wir halt gucken, was Augsburg macht, was Schalke macht, ob es dann vielleicht wirklich nur auf die 15 hochgehen kann. Also ich glaube, das Dortmund-Spiel ist jetzt ganz wichtig. Wie du richtig sagst, wenn wir da nicht untergehen, wenn wir mithalten können, vielleicht selbst wenn es so läuft wie gegen Leipzig, ja, dass man dann zwar 3-1 verliert, aber insgesamt kann man sich das Ganze mehr oder weniger noch so ein bisschen schönreden, dann kann man da weiterhin in Anführungsstrichen die Welle weiterreiten. Ja, also ich bin weit davon entfernt, jetzt in völliger Euphorie auszubrechen, nur weil der VfB einmal den Tabellen 17. besiegt hat. Aber ich meine nur, wenn du natürlich gleich voll einen eingeschenkt bekommst in Dortmund, ist das auch wieder so ein Downer. Ja, eben. Also kannst du in Dortmund knapp verlieren, du kannst auch 0-2 verlieren oder 1-3, weiß nicht, egal. Aber du darfst halt nicht in der Hinrunde halt nach wenigen Minuten halt 0-2 hinten liegen. Ne? Das wird halt alles zerstören. Also da müssen sie halt konzentriert ans Werk gehen und die Fans nehmen mittlerweile, die leidgeplagten Fans nehmen denen auch keine Niederlage übel. Das ist alles okay, aber wie gesagt, also man muss, glaube ich, diese drei Spiele als Paket sehen, und es muss halt besser laufen als in der Hinrunde, dass du halt mit einem gewissen Selbstverständnis dann ins Heimspiel gegen Nürnberg gehst und das dann gewinnst, und dann sieht man weiter und dann halt immer mit einem Auge auf Augsburg und auf Schalke. Also Schalke haben wir ja spielt wirklich noch gegen alle vier Mannschaften unter sich, also gegen Augsburg, gegen Stuttgart, gegen Hannover und gegen Nürnberg. Und ich denke, nach diesen drei Spielen sehen wir dann auch deutlich klarer, wie die Situation gelagert ist da unten und ob wir uns eher auf Relegation einstellen müssen oder ob es wirklich noch eine gute Chance auf Platz 15 gibt. Es gab ja heute auch eine Frage der Woche, und zwar, wie geht das Spiel am Samstag gegen Dortmund aus, habe ich gefragt. Und das können wir hier gleich mal mit einfließen lassen. Da sagen nämlich nur 16% Sieg für den VfB, ist jetzt nicht so überraschend, glaube ich. 33% sagen unentschieden. Das finde ich beachtlich. Ja, also das wäre vor drei Wochen mit Sicherheit noch komplett anders gewesen. Und 51% sagen Niederlage für den VfB. Ich sehe es ähnlich. Also ich schwanke zwischen unentschieden und Niederlage, so ehrlich bin ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfB da 3 Punkte holt. Wobei, wie gesagt, die Dortmunder sind momentan irgendwie anfällig. Wenn Nürnberg einen Unentschieden gegen die holen kann, wenn Augsburg die besiegen kann, warum soll der VfB nicht Dortmund besiegen? Die müssen unter der Woche gegen Tottenham spielen. Also, warum soll es nicht möglich sein, ist die Frage. Ja, es wird mit Sicherheit enorm schwer und es wäre eine mega Überraschung, aber warum nicht? Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht gänzlich untergehen, so wie du es gesagt hast, dass wir vielleicht einen Punkt holen und wenn es mega geil läuft, sogar drei, so ist es richtig. Ich glaube, die 2-Punkte-Regel ist dann doch schon dabei. Ja? Und ich nehme dann lieber die 3. Aber für mich das fast schon wichtigere Spiel ist das gegen Hoffenheim. Also da habe ich ja auch immer gesagt, wenn wir dann Unentschieden holen, bin ich zufrieden. Aber ich sage dir, ich will das Spiel gewinnen, weil ich der Meinung bin, dass Hoffenheim eigentlich ziemlich am Stock geht, wenn man ganz ehrlich ist. Man sieht es ja auch jetzt gegen Frankfurt, die müssen da schon mit der halben U23 antreten, damit sie überhaupt noch genügend Spieler in den Kader bekommen. Und die wirken einfach auch ein Stück weit durch. Also die haben schon gut gespielt, ja, auch gegen Frankfurt, aber ich bin der Meinung, wenn du gegen Hoffenheim couragiert dagegen hältst, ähnlich vielleicht wie gegen Leipzig, ist da definitiv was zu holen. Also nicht nur ein Punkt, sondern vielleicht sogar ein Sieg. Das ist das Spiel, auf das ich so ein bisschen abziele. Dass wir da einen Dreier einfahren, und dann wäre ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Wenn wir aus diesen 3 Spielen 3 Punkte holen, boah, das wäre stark. Das wäre richtig stark.
Ja, absolut. Ich meine, man hat jetzt auch Hannover mal wirklich leibhaftig gesehen und auch Nürnberg. Und da fehlt einem ja der Glaube, dass die so wie Düsseldorf gegen Ende der Hinrunde dann mal irgendwie 3 Siege in Folge holen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ne? Also insofern können wir wirklich immer noch so ein halbes Auge nach hinten werfen. Aber ich glaube, von hinten kommt nicht mehr viel. Und wirklich muss man gucken, halt Platz 15 zu holen. Und klar, und da musst du halt dann in den nächsten 3 Spielen punkten. Und Heimspiele müssen gewonnen werden. Ne? Und jetzt Hoffenheim, ja, ich habe mir da die Bank angeguckt, die sie halt noch hatten gegen Frankfurt. Das sind halt wirklich Spiele, die kennt man überhaupt nicht. Die haben halt so viel Verletzungspech. Mit der Kraft dann der Fans im Rücken und so weiter. Klar, kann gegen Hoffenheim was drin sein. Und auch da ist natürlich auch mit der Spielverlauf entscheidend, weil ich glaube, auch gestern hätte es spannend werden können, wenn der VfB nach 30 Minuten noch kein Tor geschossen hat und wird nervös und so weiter, dann weißt du nicht, was passiert. Aber klar, mit einem frühen Tor und sogar frühen 2 Toren ist das Ding halt eine relativ klare Sache und endet dann halt auch in einem Kantersieg. Aber klar, wenn es läuft und man gegen Dortmund halt sich einigermaßen schadlos hält, ist auch zu Hause gegen Hoffenheim da was drin. Einmal möchte ich noch mahnend den Finger heben. Und zwar erinnere ich mich, wann wir die Historie. Wann haben wir das letzte Mal 5-1 zu Hause gewonnen? Ja, gegen Hoffenheim. Fast auf den Tag genau vor 3 Jahren gegen Hoffenheim. Und wir wissen alle, was darauf folgte, nämlich der Abstieg. Dieses 5-1 war auch damals grandios und alle dachten, jetzt kann uns eigentlich keiner mehr stoppen im Abstiegskampf. Und es kam genau andersrum. Also es bringt halt wirklich nichts, sich auf so einem 5-1 auszuruhen, egal wie das zustande gekommen ist, egal wer der Gegner war. Wenn du jetzt aus den restlichen Spielen keine Punkte mehr holst, wirst du absteigen. Punkt. Und dann kannst du auch nicht darauf hoffen, dass Hannover oder Nürnberg nichts mehr holen. Also wir brauchen schon noch mindestens, denke ich mal, 9 Punkte, ja, um diesen 16. Platz zu festigen. Und da muss man halt mal gucken, was die davor noch so fabrizieren. Also Augsburg ist jetzt in Schlagweite aus meiner Sicht oder in Schlagdistanz. Die können wir im besten Fall dann direkt auf Platz 16 schießen, wenn wir nach Augsburg fahren. Und auch Schalke ist für mich noch nicht von der Schippe gesprungen. Also das könnte interessant werden am 34. Spieltag. Ja, also ich traue dem Braten noch nicht so richtig, aber gleichzeitig war es gestern so schön, dass ich gerne jetzt dieses tolle Gefühl erstmal so ein bisschen mitnehmen will. Und ich hoffe, ja, so wird's kommen. Aber es wird sehr, sehr schwer jetzt mit den nächsten 3 Spielen. Ich denke mal, das meiste haben wir eigentlich so aufgearbeitet. Ich kann noch kurz eins einfügen. Letzte Woche haben wir kurz überlegt, was eigentlich die längsten Sieglos-Serien des VfB Stuttgart waren. Und da habe ich mir dann kurz danach die Mühe gemacht, mal so ein bisschen rauszusuchen, was waren denn die längsten Sieglos-Serien des VfB Stuttgart in der Vereinshistorie, zumindest in der Bundesliga. Und da kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich erzähle euch jetzt nicht alle, aber die 3 größten habe ich mir rausgesucht, Sebastian. Die krasseste Niederlagenserie des VfB Stuttgart, die fand übrigens sehr, sehr früh schon in der Vereins-Bundesliga-Zeit statt, nämlich 1966. Vom 3.9. bis 17.12.1966 konnte der VfB nicht ein Spiel gewinnen. Ganz im Gegenteil. 13 Spiele sieglos, 8 Niederlagen, 5 Unentschieden. Das war schon ziemlich krass. Und eins haue ich noch raus, denn das liegt noch gar nicht so lange zurück, nämlich die zweitlängste Niederlagenserie, die fand vom 7.12.2013 bis 22.03.2014 statt. Damals verlor der VfB 8 Spiele und spielte 2-mal unentschieden. Das sind die krassen historischen Daten des VfB Stuttgart. Wer sich das Ganze noch etwas detaillierter angucken möchte, das kann ich an dieser Stelle sogar bereitstellen, kann das zum einen auf dem YouTube-Kanal tun, auf dem die ganzen STR-Folgen erscheinen und auch auf Twitter, @RickyPalm ist an der Stelle auch wieder zu nennen. Da gibt's das Video mit den 10 verheerendsten Niederlagenserien des VfB, nicht Niederlagenserien, das ist ja falsch, ja, Sieglos-Serien des VfB Stuttgart. Ja, das muss ich hier auch noch anfügen. Ich würde sagen, wir sprechen noch ganz, ganz kurz über Wir sind Stuttgart. Man muss es kurz erwähnen. Man kann nicht drüber hinwegsehen. Über Caro und Stefan. Ja, über Caro und Stefan. Mach noch ganz schnell. Ganz schnell. Genau. Also wer es verpasst hat, am letzten Freitag, also vor dem Spiel gegen Hannover, wurde so gegen die Mittagszeit die neue Kampagne des VfB Stuttgart ausgerollt, die sich schon so ein bisschen ankündigte auf den sozialen Medien, weil der VfB seinen bisherigen
Haus-Hashtag Stuttgart geht ab schon getauscht hatte gegen Wir sind Stuttgart. Und am Freitag kam dann das erste Motiv, am Freitagnachmittag kam das zweite Motiv und am Freitagabend kam das dritte Motiv. Und die wurden alle unkommentiert veröffentlicht auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und haben vorsichtig gesagt auf relativ gemischte Reaktionen. Denn das erste Motiv waren Caro und Stefan. Also wer es nicht gesehen hat, es ist ein Foto mit Leuten. Es waren immer zwei Leute eigentlich. Dann steht in der Mitte, wir sind Stuttgart und darunter steht etwas kleiner, stehen die Vornamen der Leute, die abgebildet sind. Und das erste Motiv, das veröffentlicht wurde, waren Caro und Stefan. Und Caro und Stefan wurden abgelichtet vor einem unscharfen Hintergrund, der auf den ersten Blick nicht nach Stuttgart aussieht. Und die zwei sehen so ein bisschen aus wie das neue Stuttgarter Tatort-Kommissarpaar. Ja, also er relativ hip, sie im Caro, er im Caro-Hemd, sie im Leoparden-Look, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr hip. Und und der VfB hat diese Kampagne ausgerollt und komplett unkommentiert. Und dann stand das da halt auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram und alle haben sich gefragt, und jetzt? Also, weil die zwei sehen halt nicht aus wie VfB-Fans, denn sie haben keine Fan-Accessoires an, sie sind nicht im Stuttgarter so fotografiert, dass man Stuttgart erkennen könnte. Ja, und das stieß dann natürlich auf sehr kritische Reaktionen. Zu Recht finde ich auch, mittlerweile wurden dann Motive nachgeschickt. Dann kam Kürsat und Max. Die zwei sind einigermaßen offensichtlich für Ortskundige irgendwo in der Umgebung der Tübinger Straße abgelichtet. Und der Kürsat ist ein Friseur, dem so ein Barbershop am Rote-Bühl-Platz gehört. Also das kann man wissen. Und der nächste war dann halt ein Schneider aus der Augustenstraße, der mit seinem Hund fotografiert wurde. Auch das kann man mit Orts- und Insider-Kenntnissen wissen. Und heute kam dann das vierte Motiv, das war eine Familie, die dann ganz offensichtlich auf dem Stuttgarter Marktplatz vorm Wochenmarkt fotografiert wurde und endlich gab es dann auch einen erklärenden Kontext, dass die vier gerne auf dem Markt sind, aber auch sehr gerne im Stadion sind. Also dieser Kontext, den man bislang so ein bisschen vermisst hatte, weil die meisten irgendwie mit der Aussage gar nichts anzufangen wussten. Also da kann man gespannt sein, wohin sich das entwickelt und der Ron hat ja auch getwittert, der war am Samstag dann auf einem Videodreh zu dieser Kampagne, was man sich dann vielleicht so als Auftakt der Kampagne gewünscht hätte, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Also da kommt noch was, es werden weitere Motive kommen, es wird ein Video geben. Ja, und da kann man jetzt ein bisschen meckern. Ich finde, das ist völlig okay, weil es wirklich ein Fehlstart war. Aber jetzt einfach mal abwarten, was da noch kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Also mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass Caro und Stefan in der Tat aus Ludwigsburg kommen und inzwischen in Berlin leben, aber regelmäßig zu den Heimspielen des VfB Stuttgart pendeln. Genau, das habe ich auch gehört. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also Caro und Stefan, keine Sau weiß, wer Caro und Stefan sind, aber schon. Der VfB hat es dann halt auf Instagram gepostet und hat dann die Profile der beiden verlinkt. Und das eine hat, glaube ich, genau 0 Beiträge, das andere hat irgendwie 5 Beiträge und man braucht dann 90 Sekunden Google-Recherche, um festzustellen, dass der Stefan eine Werbeagentur in Berlin hat. Und dann ja, fragt man sich natürlich schon, ist das ein gutes Auftaktmotiv mit Caro und Stefan, wenn das zwei offensichtlich Berliner sind? Klar können die halt auch jeden Spieltag hier sein, können auch Allesfahrer sein, aber wenn es die Leute halt ungestützt nicht wissen, dann sind sie es halt nicht, ne? Also man muss das dann irgendwie begleiten, kommunizieren und das einordnen und also der Start der Kampagne war ein Fehlstart. Es wird jetzt besser, jetzt gibt es einordnende Worte und zwei Zeilen, dass man weiß, hey, wer ist denn das überhaupt? Es wird ein Video geben, also es kann nur besser werden und es wird ziemlich sicher auch besser und jetzt warten wir mal ab, was da noch kommt. Was ich mich halt gefragt habe und vor allem gestern bei dem Heimspiel, wieso nutzt man nicht so ein Heimspiel und fotografiert da Leute? Und vor allen Dingen, warum heißt es, wir sind Stuttgart und warum heißt es nicht, wir sind der VfB oder wir sind der VfB Stuttgart? Das sind auch so Dinge, frage ich mich, also ich habe da mit dem Danny gestern noch drüber gesprochen und habe ihn gefragt, ob das so eine Art Abgrenzung ist. Ja, also was soll denn das sein, wir sind Stuttgart? Das klingt halt für mich viel zu allgemein. Ja, es geht ja nur um den VfB. Klar, also ich mache jetzt ja auch was mit Werbung und ich bin jetzt halt kein Marketingforscher und nichts, aber ich hätte auch gesagt, also wir sind Stuttgart ist halt eine Stadtwerbung. Ne? Also du machst halt für Stuttgart Werbung. Aber wir sind ja nicht Stuttgart, sondern also weil
wir sind Stuttgart, können auch die Kickers von sich sagen. Das ist nun mal so, weil auch die Kickers sind Stuttgart. Aber wir sind ja VfB. Und wenn man sagt, wir sind Stuttgart, dann sagt mir alle, hey, ihr, die da draußen aus Reutling, von der Alp, von sonst wo, ihr, die jeden Spieltag irgendwie 2 Stunden reinfahrt nach Stuttgart, um euch den Grottenkick anzugucken, also ihr seid ja mal nicht gemeint. Also insofern wäre natürlich, wir sind VfB, eine etwas intelligente Aussage, weil ich damit natürlich nicht nur die Leute, die in Stuttgart wohnen, mit ins Boot hole, sondern alle, deren Herz für den VfB schlägt. Haben sie jetzt nicht gemacht. Das ist ja auch okay. Also sagen wir, wir sind Stuttgart. Aber dann kann ich halt als erstes Motiv nicht unkommentiert 2 Leute irgendwie nehmen, die niemand kennt und die fotografieren vor einem Hintergrund, von dem jeder sagt, boah, wo soll denn das sein? Ne? Und das wahrscheinlich nicht mal in Stuttgart ist. Also das ist halt alles irgendwie brutal unglücklich und dieser Launch der Kampagne wirkt irgendwie seltsam unstrukturiert. Und ich hoffe, dass man da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, warum das jetzt irgendwie so unstrukturiert begonnen hat. Und es scheint ja jetzt so ein bisschen besser zu werden, aber das war ja irgendwie jetzt kein grandioser Erfolg jedenfalls, diese Veröffentlichung am Freitag. Ja, also ich muss da ehrlicherweise gestehen, ich fand das Shitstürmle, das es da gab, fast ein bisschen zu aufgesetzt, zu gekünstelt. Vom einen oder anderen, da wird halt wieder, jetzt erwischt mich hier mit einer Hustenattacke noch, da wird halt jetzt noch versucht, dann irgendwie da auf was draufzuschlagen, wo es sich fast schon nicht lohnt. Ja, also ich finde, man kann das kritisieren, das ist völlig in Ordnung, dass es diese Kritik gibt an diesem Beitrag, weil ich finde ihn jetzt auch nicht mega gelungen, aber im Endeffekt ist er mir auch relativ scheißegal. Ja, also das ist für mich so das, was übrig bleibt, interessiert mich halt nicht, wer Stuttgart ist, wer Caro und Stefan sind. Ich kann mit der Werbung nichts anfangen. Aber gleichzeitig kann ich mich auch nicht wahnsinnig drüber aufregen. Und wenn mich dann gestern am Freitag was gestört hat, dann war das die aus meiner Sicht manchmal etwas, überschäumende Kritik, der Kampagne jetzt gegenüber. Man kann da, denke ich, wie du es ja jetzt auch getan hast, oder wie wir das getan haben, drüber diskutieren, ob das so glücklich alles ausgewählt wurde, das erste Motiv, ohne Text und so weiter. Das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man darüber diskutiert. Aber dass man dann gleich wieder so ein riesiges Fass aufmacht, habe ich manchmal nicht ganz nachvollziehen können. Da spreche ich jetzt auch nicht von dem. Das muss man halt schon sagen. Es gibt halt momentan so einen leichten Beißreflex halt, egal was der VfB macht. Es wird erstmal schlecht geredet und es ist auch relativ einfach, weil das halt meistens nicht wie so komplett auf dem Punkt ist. Aber tatsächlich jetzt bei der Kampagne muss ich auch sagen, also die geht an mir vorbei, weil es ist jetzt ja nichts Polarisierendes, genau, wo man sagen könnte, hey, das finde ich halt so richtig kacke, sondern es ist halt einfach so im schlimmsten Sinne belanglos und so ein bisschen lieblos und dann am Freitagnachmittag, hey komm, wir hauen das Motiv noch raus und dann gehen wir in den Feierabend und wir schreiben auch nichts dazu und aber da muss ich sagen, nee, das geht dann auch an mir vorbei. Wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht unsere größte Baustelle, die wir haben, aber erstaunlich ist halt schon, dass man das dann am Freitag vor dem wichtigsten Spiel der Saison irgendwie raushaut und ich finde es halt handwerklich dann irgendwie problematisch. Ne? Also ich hätte auch gesagt, hey, lass uns doch abwarten, wie das Spiel gegen Hannover ausgeht und wenn wir das gewinnen, dann ist unser erstes Motiv die Mannschaft vor der Kurve und da steht dann, wir sind Stuttgart und danach kommt dann alles anderes halt. Ne? Das wäre irgendwie so viel geschickter gewesen und da fragt man sich schon, wer glaubt denn beim VfB, dass es eine gute Idee ist, dieses Motiv von Caro und Stefan, die offensichtlich in Berlin fotografiert sind, als Auftakt der Kampagne rauszuhauen. Ne? Aber dann denke ich mir auch, irgendwie lohnt es sich darüber, sich aufzuregen? Nee. Eigentlich nicht. Ne? Nee, also wenn ich einen Wunsch hätte, dass, oder sagen wir mal, also wenn ich jetzt marketingtechnisch, ich habe nichts mit Marketing zu tun, aber jetzt ich für mich würde halt immer versuchen, mit den Emotionen des Vereins irgendwie in Anführungsstrichen zu spielen. Und da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wieso nutzt ihr denn nicht das Potenzial, das ihr eigentlich habt, mit euren fast schon ikonischen Mitarbeitern? So ein Moischi, der ist ja längst mehr als ein Zeugwart. Wenn du den einfach mal einen Tag so dokumäßig begleiten würdest und das online stellen würdest, das würde, glaube ich, viel mehr Leute erreichen, als das Bild jetzt da oder irgendein Video, das du dann mit Fans drehst. Nichts jetzt gegen die dabei waren, vor allem nicht gegen Ron, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht auch nicht so der heiße Scheiß werden wird, aber mal abwarten. Ich möchte es nicht schon vorverurteilen. Oder häng dem Laser einfach mal ein Mikrofon um, damit du hörst, was der während dem Spiel so von sich gibt, weil das habe ich jetzt nun wirklich aus erster Hand erfahren oder beziehungsweise gesehen, dass er da, der ist völlig unruhig und quatscht da die ganze Zeit vor sich hin und das ist schon interessant, was er da die ganze Zeit macht. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit solchen Kampagnen vielleicht eher dann Leute erreichen kannst. Vor allen Dingen werden sich das Leute vielleicht eher angucken als diese Bilder, die
wahrscheinlich jedem am Arsch vorbeigehen. Und wir sind nicht Stuttgart, wir sind der VfB. Das ist für mich ein massiver Unterschied. Warum, hast du, denke ich mal, schon ausreichend erklärt. Gut, dann haben wir diese Sendung doch jetzt hier noch zu einem glücklichen Ende gebracht. Denn, absolut. Ja, ich habe zeitweise mal gedacht, oh Gott, ich muss mich selbst wiederbeleben, aber es ging dann wieder. Um Gottes Willen. Ich habe ja schon die Tür und Spalt geöffnet, falls ich rufen muss, aber es ging. Ich habe die Tür abgeschlossen, nachdem nächstes Mal letzten Montag sich irgendwelche Kinder neben mir auf einmal materialisiert haben. Aber jetzt schickt mir meine Frau auch wütende WhatsApp-Nachrichten. Nicht, dass du die Tür aufmachst. Und genau, dann fallen die Kinder. Aufhören, der Sohn braucht seinen Papa. Ich schrieb noch 10 Minuten. Das war vor 13 Minuten. Okay. Eine Stunde hast du gesagt. Ich habe geschrieben, wir hatten ein Vorgespräch. Und jetzt schreibt sie in Versalien. Zeit ist um mit, glaube ich, 8 Ausrufezeichen. Also ich glaube, ich muss wirklich jetzt aufhören, weil die Kinder haben ja Ferien. Oh. Und deswegen sind sie noch im Bett. Und ich muss nämlich jetzt, glaube ich, wirklich wichtigeren Themen widmen als der verunglückten Wir sind Stuttgart-Kampagne. Und zu Recht. Du hast alles gegeben. Absolut. Vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. @Butze auf Twitter, @Vertikalpass. Das ist der beste VfB Blog, den man im Internet finden kann. Danke. Lest jeden Beitrag und folgt natürlich dem Sebastian und dem Vertikalpass. Ich möchte mich noch ganz kurz bedanken für die ersten Patreon-Spender, die jetzt hier bei VfB-STR einen Dollar in den Hut werfen. Vielen Dank, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Vielen, vielen, vielen Dank. Mich findet man auf Twitter unter @RickyPalm. Den Podcast findet man unter @VfB-STR. Und jetzt wirklich husch, husch ins Körbchen und lass den Sebastian schnell zu seiner Familie. Danke, Sebastian. Bis nächste Woche. Ciao. Hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.